ist das Pfahlbaumuseum ein Klassiker, der nicht mehr wegzudenken ist. Bei einem Welterbe, deren Städte untergrundgeschützt sind, spielen Museen eine entscheidende Rolle. Im Archäologischen Landesmuseum in Konstanz hebt die älteste Metallscheibe des Bodensees und es ist sogar urzeitlich ja kaum mehr zu sehen. Ein sehr unglücklicher Fund. Birkenrinde, als sichtbare Missspuren. Der wichtigste Funde am Bodensee ist der Dolch von Allensbach mit einer Siebex-Klinge aus Italien, Dokument des grenzenlosen Kulturaustausches. Unter Wasser, von Deutschland in die Schweiz, sind als Mutterland der Pfahlbauforschung bezeichnet könnte. Es war ein Schweizer Forscher, der in Mitte des 19. Jahrhunderts als erster in den Pfählen Reste altertümlicher Siedlungen sah. Nach seiner Entdeckung brach in ganz Europa ein regelrechtes Pfahlbaufieber aus. In den Orten blieb wurden, wie es hieß, die Wurzeln der Kultur Mitteleuropas gehört. Die Arbeit der Unterwasserarchäologen ist heute nicht erlaubt. Und nutzt alle modernen wissenschaftlichen Methoden und Techniken, selbst Satelliten.